Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 398 am Mittwoch, den 3. Januar 2024. Es ist 23.30 Uhr und wir haben noch 5,5 Grad Außentemperatur in Breitscheid. Es wird so langsam kälter, soll die nächsten Tage ja auch richtig in den Minusbereich reingehen. Bin mal gespannt, wie das so wird hier. Ich bin heute dankbar für Freundschaften, insbesondere für eine Freundschaft, wo ich immer wieder mal darauf hingewiesen werde, oder was heißt hingewiesen, oder mir Impulse gegeben werden, wie es auch bei André anderswo weitergehen kann. Und ich immer wieder von diesem lieben Menschen ja Gedankenanstöße bekomme, um auch über meinen Reisekanal nachzudenken, über meinen Podcast nachzudenken, wie es weitergeht, welche Inhalte vielleicht wichtig sind und. Und darüber bin ich wahnsinnig dankbar, solche Freundschaften zu haben. Es sind wirklich sehr wenige, die so intensiv sind wie diese, von der ich gerade gesprochen habe. Aber dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Liebe Grüße gehen raus an Jörg. Heute ging es mir gar nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar mache ich ja immer noch mit meinem Zahn rum. Ich habe hier ein paar Tage jetzt gar nichts drüber erzählt, aber das ist halt immer noch nicht hundertprozentig. Mittlerweile glaube ich tatsächlich, es ist gar nicht der Zahn, sondern irgendwie die Muskulatur im Gesicht und so weiter. Ich glaube, darüber hatte ich auch schon mal gesprochen, als ich dann bei der Vertretungszahnärztin war, kurz vor Weihnachten. Jetzt habe ich gestern mal diese Gesichtsmassagen gemacht und so weiter und so fort. Habe mir so ein paar YouTube-Videos angeguckt und auf Webseiten Videos angeguckt und ja, Skizzen, wie man das macht. Also wirklich auch von Physiotherapeuten und ne, Physiotherapeutenpraxen und so, also schon medizinisch fachkundige Leute. Und ich habe heute Nacht tierische Krämpfe im Gesicht gehabt, auf der linken Gesichtshälfte, wo es eben am schlimmsten ist. Und ich dachte dann, okay, das war vielleicht zu doll, irgendwie Muskelkater oder sowas. Also es war richtig gekrampft hat das. Und heute Morgen oder heute Mittag habe ich dann nochmal diese Gymnastik gemacht, weil ich dachte, okay, dranbleiben. Ne? Aber was soll ich euch sagen, heute Nachmittag und heute Abend waren diese Krämpfe so schlimm, dass ich kurz davor war, irgendwie einen Arzt zu rufen. Jetzt hat sich das Ganze ein bisschen beruhigt, aber es ist immer noch da. Auch jetzt, wo ich spreche, merke ich gerade, dass wieder so ein Krampf irgendwie entsteht. Ich laufe dann immer im Wohnmobil auf und ab und trinke was und spüle praktisch im Mund mit dem Wasser und dann wird das auch besser. Aber ich muss morgen auf jeden Fall nochmal los und das checken lassen, weil so kann ich auf keinen Fall jetzt am Samstag meine nächste Reise antreten. Ja, mal gucken. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie das morgen ist. Weil die Schmerzen waren teilweise wirklich kaum auszuhalten. Und es hilft auch kein Schmerzmittel. Und ja, ich weiß auch nicht genau, was es ist. Ob das der Trigeminusnerv ist oder ich habe keine Ahnung. Also es schmerzt wirklich sehr. Nichtsdestotrotz wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag. Irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.